Der Bahnhof der Kreisstadt Weißwasser wird saniert und umgebaut. Am vergangenen Freitag begann der offizielle Baustart mit einem kleinen Festakt mit Vertretern aus Wirtschaft, Gesellschaft sowie Politik. Zunächst dankte Weißwassers Oberbürgermeister Thorsten Pötsch den vielen Gästen für die gute Zusammenarbeit. Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer sowie der Görlitzer Landrat Stefan Mayer wünschten per Videobotschaft viel Erfolg für das Millionenprojekt. Laut Baureferatsleiterin Dorit Baumeister sollen im Bahnhofsgebäude neben dem Reisecenter und der Touristeninformation auch eine Bibliothek und ein Bistro mit Lesekaffee einziehen. Schüler der Kreismusikschule Dreiländereck begleiteten das Fest musikalisch und Cheerleader des Eissport Weißwasser ließen mit ihrer Darbietung das schlechte Wetter an diesem Tag vergessen. Anschließend folgte ein Buffet im Bahnhof. Größtenteils werden die Kosten von mehr als 8 Millionen Euro über den Kohleausstiegfonds finanziert. Die Stadt Weißwasser muss einen Eigenanteil von rund 400.000 Euro aufbringen. Danke, dass Sie da waren und Prost!